Es wird in der Regel keine rein rassige Entscheidung sein. Also eigene Mitarbeiter und fremde Mitarbeiter. Und wir notieren uns in der Mitte noch die Mischform, denn das ist üblich, dass man mischt. Ja, dass man also den Schwerpunkt bildet durch eigene Mitarbeiter, aber durchaus auch fremde Mitarbeiter von Unternehmensberatungen, von Spezialisten auf dieses Projekt setzt. Nicht unüblich. Denn eigene Mitarbeiter, ein Projektteam mit eigenen Mitarbeitern hat einen riesen Nachteil. Welchen? Richtig, Betriebsblindheit. Das ist der riesen, riesen Nachteil, wenn dort nur eigene Leute sitzen. Und deswegen kann es ungeheuer inspirierend sein, wenigstens einen reinzuholen. Der sagt denn, wieso macht ihr das so? Wieso macht ihr das an der Stelle so? Und alle gucken sich an und sagen, wissen wir auch nicht. Weil wir uns das so angewöhnt haben, ist oft die Antwort. Dann sagt er, macht es doch so und so. Und wir gucken uns alle an und sagen, ja, warum sind wir da eigentlich nicht selber drauf gekommen? Ja, klar, dass wir nicht selber drauf kommen, weil wir alle in der Falle unserer Gewohnheiten gefangen sind. Und wir brauchen den Impuls von außen, um aus Gewohnheiten auszubrechen. Das schafft man manchmal gar nicht selber, sondern braucht man den Fremden, der sagt, ich gucke mir das jetzt hier schon 2 Tage an, ich verstehe das überhaupt nicht, macht es doch so und so. Und alle sagen, ja, hätten wir mal drauf kommen können, was wir jetzt an Zeit sparen. Und das geht auch viel einfacher. Und an der Stelle haben wir die Fehler nicht mehr. Warum sind wir da nicht drauf gekommen? Das ist das, was der fremde Mitarbeiter uns bringen kann. Sein Spezialistentum und seine Impulse, seine anderen Standpunkte. Ja, das sind die Vorteile des fremden Mitarbeiters. Und wo wir gerade darüber sprechen, über den fremden Mitarbeiter, wie ist das mit der Vertragsgestaltung? Ja, die eigenen Mitarbeiter haben ja ganz normale Arbeitsverträge. Der fremde Mitarbeiter haben wir grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Ja, und zwar rechtlich ist das der Werkvertrag oder der Dienstvertrag. Ja, das sind die vertragsgestalterischen Möglichkeiten. Der Werkvertrag oder der Dienstvertrag. Und wer sagt mir nochmal den Unterschied? In Kurzformel. Der Dienstvertrag ist, Doppelpunkt, der Werkvertrag ist. Okay, der Dienstvertrag ist zeitbestimmt und der Werkvertrag ist erfolgsbestimmt. Grenzen in der Praxis durchaus manchmal fließend. Ja, das muss man immer dazu sagen. Es entsteht hier der Eindruck, das sei alles genau getrennt. Es ist in der Praxis oft nicht so. Grenzen können fließend sein hier. Aber gleichwohl sind die Unterschiede immens. Der Dienstvertrag hat den Charme, dass die Abrechnung jeder Idiot kann. Du musst nur auf die Uhr gucken oder auf den Kalender. Ja? Da kommt jemand und sagt, ich berechne pro Stunde so und so oder pro Tag so und so. So, dann musst du eine Uhr haben, einen Kalender und die Multiplikation können. Und dann kannst du die Abrechnung machen. Ja? Mehr musst du nicht können. Der Dienstvertrag ist zeitbestimmt. Der Werkvertrag ist erfolgsbestimmt. Setzt damit was voraus, damit wir den externen Mitarbeiter auf unserem Projekt im Werkvertrag entlohnen können. Was setzt es voraus? Richtig. Dass wir die Leistung nachweisen können. Das heißt, wir müssen die Leistung quantifizieren. Und das erfordert ein bisschen mehr Gehirnschmalz, als auf Uhr und Kalender zu gucken. Wir müssen die Leistung quantifizieren, damit wir sie messbar machen können. Das alte betriebswirtschaftliche Problem. Wenn du es nicht messen kannst, musst du es messbar machen. Gilt auch hier wieder. Ja? Werkvertrag setzt also ein bisschen mehr Gehirnschmalz voraus. Macht die Sache aber erfolgsabhängig. Das heißt, der kriegt sein Geld, wenn das Teil läuft und nicht vorher.
Ja? Der kriegt sein Geld, wenn er das neue EDV-System eingeführt hat und es läuft. Beim Dienstvertrag bekommt er sein Geld und sagt, ja, ich habe jetzt hier 20 Tage gerödelt. Das Teil läuft zwar nicht, aber kann ich bitte mein Geld bekommen? Das ist Dienstvertrag. Werkvertrag heißt, du kriegst dein Geld erst, wenn das läuft. Ja? Wenn ich mal gespannt, was Manager denn für einen Vertrag Was Manager für Verträge erhalten, ja, das ist ein Thema für sich. Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.